Willkommen zu Ragnarök Online. Ja, hier sind wieder die vier tapferen Helden, beziehungsweise die drei plus ich. Und ja, vielleicht seht ihr schon, es gab eine kleine Veränderung. Und zwar hat der Metzel sich ganz dreist im Off einen neuen Charakter gebastelt. Ach, ich habe nur umgespeckt. Ja, umgespeckt hat er. So nennt man das wohl. Ja, mit dabei sind auf jeden Fall wieder die Rübka. Hallo. Der Metzel. Kuckuck. Und der Cyrus. Weg. Der rennt schon. So, ja. Dann auch von mir ein Hallöchen, liebe Freunde. Ah, so. Also, was machen wir? Gehen wir jetzt wieder Blumen killen? Oh, bei mir leckt es. Oh, oh, oh. Dann nimm die Katze von deinem Schoß. Oh, oh. Ja, die ist ja den Schrank eben runtergefallen. Aber was hat die Katze damit zu tun, wenn es ruckt? Es leckt. Ne? Wie witzig. Nee, also ihr seht ja, ich hab meinen Sordi beiseite gelassen. Ich habe einen, wie schon angekündigt, einen Ganzlinger erstellt, damit wir noch ein bisschen... Keiner schreit, Hydra. Gut, damit wir noch ein bisschen Unterstützung im Fernkampf haben. An die Zuschauer beim Metzel gerichtet. Ich hoffe mal, dass die Probleme mit Rübka ein wenig, also die akustischen Probleme, auch das könnte man jetzt missverstehen in Richtung ihrer komischen Geräusche, die Soundprobleme von wegen dem Echo. Weg da. So. Ich hoffe, dass die jetzt auf jeden Fall weg sind, weil ich habe einfach mein Teamspeak, die Empfindlichkeit meines Mikros ein wenig höher gestellt, sodass hoffentlich nur noch ihr lautestes Schreien, was auch regelmäßig vorkommt, zu hören ist und nicht mehr quasi jeder Pieps, den sie... Kann ich schießen? Nein, kann ich nicht. Ich will attackieren. Du willst attackieren? Du willst vor allem sterben. Nein. Ich hab doch schon zersiebt. Oh. Alter, wieso hat Hilfe, das... Hilfe! Heil dich! Rübka! Ich wollte laufen! Wir treffen die Sau noch nicht mal. Oh shit, jetzt treffen wir sie. Heil dich, Rübka, heil dich! Wir haben's weg! Alter, ich wollte laufen, hab den blöden Frosch angeklickt. Wie gesagt, bei mir leckt es total. Deshalb immer Maus drückt halten und nie da, wo auch nur... Da war halt dann gerade der Frosch, wo ich gedrückt halten wollte, ne? Nein, deshalb nicht. Ich habe gerade eine schöne Concentration schon gefressen, das heißt, die ist jetzt weg. Au! Schön vergoldet. Mich hat's auch gerade zerlegt. Ja, auch tot. Ihr seid großartig. Wir sind die Helden vom Erdbeerfeld. Soll ich versuchen anzugreifen? Du sollst vor allem nicht schreien, weil dann ist das mit dem Hörstellen der Empfindlichkeit auch hinfällig. Warum hat hier jeder Fernkampf einfach erstmal, bis einer von uns. Ach ja. Natürlich, was meinst du, warum wir hierher gehen? Ja, nur ich nicht. Ja, das Schöne ist halt, die unbeweglichen Gegner sind wirklich meistens die, die am meisten Erfahrung bringen. Das Problem ist halt, wenn die wie diese Schlabberlappen da so dermaßen viel Schaden reißen. Außerdem seid ihr freudig, bist du wenigstens nicht vom Spiel überfordert. Ja, die gibst es auf. So, von mir aus. Du es nicht möchtest. Ich kann ja mal gucken, ich kann ja mal meine Pistolen gegen Rifle austauschen. Lass immer die anderen gerne tragen, ich habe nicht so viel Weight. Achso. So Leute, wir können den komischen Heinz hinter uns lassen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das ja. Ja, wen sonst? Ja, ich bin aber schon wieder da.
gar nicht. Ja, das ist noch ein ganzes Stück weit weg. Hydra, Hydra. Ja, ich versuche die ja zu treffen, aber ich kann sie nicht abschießen. Da fällt mir gerade was ein. Okay, wir müssen den anderen Weg gehen. Ich hab gerade nochmal den Timer gestartet. Sind jetzt seit 5 Minuten drin. Da bin ich wieder! Wir müssen jetzt den anderen Weg laufen, weil da kann ich die Hydra nicht abschießen. Ah, Alter! Jetzt renn doch nicht in jede Boah! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hab ne verdammte Range! Warum ignorierst du die gerade, Charakter? Ey, das ist doch... Ey, ohne Witz, das... Irgendwas haben die gerade am Spiel... Das kann nicht wahr sein. Kann ohne Witz nicht wahr sein. Er geht so nah an die Monster dran, dass die ihn treffen, was eigentlich absolut nicht sein dürfte. Ich versuche gerade hier gekonntermaßen. Haha, ich bin an der Hydra vorbeigerannt, gekonnt wie ich bin. Jetzt knall ich sie ab. Hast du ganz viele Pots verschwendet? Eigentlich nicht so viele. Big. Ja, das sind, die Sniper ist auch lustig, aber ich skill ihn ja hauptsächlich auf. Auf Pistolen! So. Hi, Cyrus! Ey, es ist heute richtig schlimm mit dem Server. Ja, das ist kacke. Du musst doch umgehen. Ja, renn einfach hier oben lang vorbei. Das passt. Och, Alter, willst du mich veräppeln? Renn doch! Siehste? Ja, damit ich das nächste Mal sterbe, oder was? Ja, klar. Ja, lieber du als ich. Blitzbolt. Komm. Oh, sag mal, warum geht er dir? Komm, lass mich mal hier durch hier. Ich hab nicht genug SP. Der attackiert die überhaupt? Ich mach der Double Strafe, die drauf machen soll, er ignoriert es komplett. Ja, das wird hier irgendwie so ein bisschen wie ein, wie eine Wand angesehen. Ja, aber normalerweise, wenn du einen Skill auf das Monster machst, positioniert sich der Charakter automatisch so, dass er den Skill wirken du kann. Du weißt, das macht das hier ist ein gar nicht. Mittlerweile leider französisch gehostetes Spiel. Hier ist alles anders. Wenn ich einfach auf den P-Server gehe, die funktionieren wenigstens. Im Gegensatz zu den offiziellen Servern funktionieren die P-Server wenigstens. Und haben bessere Erfahrungsraten. Au. Wieder sterben. Wenn ihr mich draufhauen lassen würdet, dann würden wir mehr XP kriegen. Oh, Alter. Ich drück doch heilen. Charakter. Ey, das ist... Ey, heute ist richtig schlimm. Ignoriert, vielen Dank. Kam nicht so ganz... Ja, hau doch drauf. So. Müssen wir auf dich warten, oder wie? Ich hab gesagt, wenn ihr mich mit drauf hauen lassen würdet, würden wir doch mehr XP kriegen, oder nicht? Nein. Also, ach so, du meinst wegen jeder Hittet, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Weiß nicht, ob das noch so ist. Achso, apropos. Da erinnerst du mich gerade an was. Moment. So. Aha, war die ganze Zeit schernig an, ja? Ja. Na super. So, jetzt müsste aber funktionieren. Jetzt müsste alles klappen, alles wunderbar. Dann schlage ich vor, wir machen wieder eine Teamaufteilung letztes Mal. Oder, Salia, renn du mal mit dem Cyrus. Ich wollte mich gerade wegteleportieren, so. Wusch. Also sie Butterfly-Wings benutzt. Der hat sich gerade in Luft aufgelöst. Nein, natürlich nicht. Die normale Flywing benutzt. Also manche, das könnte ich auch, pass auf. Wusch! Wir bleiben zusammen, oder? Ja. Was irgendwie sehr intelligent ist, dass die beiden Damen, die ihn jetzt nicht komplett aufnehmen, wenn jetzt irgendwas Witziges passiert, wird das nie jemand sehen. Und ich merke, ich bin noch nicht ganz... Soll schon Witziges passieren. Keine Ahnung, irgendwas Lustiges wird schon passieren bei euch beiden. Ich muss feststellen, ich habe noch nicht genügend Hit, um die blöden Pflanzen hier gut zu treffen. Reden wir denn von irgendwas Witziges. Oh, egal. Irgendwas Witziges passiert immer, Rupka. Wenn du eine Pflanze siehst, sag Bescheid, Salia. Okay. Bei mir leckt es, wie gesagt, total. Ich laufe immer einen Schritt und bleib dann stehen. Schlecht. Ja, Minecraft, da will irgendwie Geckos, auch nicht gehend Geckos. Laufen. Noch mehr Geckos. Pflanze! Oh mein Gott, Pflanze! Ich glaube, der Server ist einfach mit dem WoE völlig überfordert. Ja, glaube ich auch. Also, für die, die es vergessen haben, die gelben Nachrichten jetzt kommen, läuft gerade wieder das riesige PvE-Event. Da, wo alle Bots hinarbeiten, ne? Ich frage mich, ob sie dafür auch schon ein bisschen Zwischen nutzen. Aber jetzt gucke ich gerade mal, dass ich bei den Damen wieder rauskomme. Nein.
Nein. Nein. Ja, passt. Doch. Du kannst es aufsammeln gehen. Ich komme wieder zu euch, meine Damen. Yeah. Wenn ich mich noch daran erinnere, dass ihr drüben gehockt habt. Ach komm, töt doch einfach noch. Ah, tick. Hopka, hier ist eine Blume. Hier sind sogar zwei Blumen. Guck. Ja. Man merkt, dass ich nicht die Zeit hatte, offscreen ein bisschen meinen Charakter auszustatten mit besseren Sachen. Ich hab dir immerhin noch ein Dings gebraucht. Ein Code. Der nicht unbedingt viel bringt, aber trotzdem danke. Ja, ein bisschen mehr Verteidigung, ne? Bei diesen Gegnern ist völlig egal, ob du 5 mehr Verteidigung hast oder nicht. Wenn sie dich treffen, bist du tot. Oh, ich bin Jot-Level gestiegen. Ja, gezählt. Ach ja. Das Problem ist, ich wollte schon mit meinen anderen Charakteren noch eine bessere Pistole kaufen für meinen hier. Allerdings, die man kaufen kann, die ist jetzt ab Level 34 oder so, also ist noch ein bisschen höher. Ja, das Problem hatte ich mit dem Bogen auch, den ich mir geholt habe. Boah, es gehen die Echsen einem auf den Sack. Pflanze! Ja, ich bin schon dabei. Seht ihr das, wie ich laufe? Achso, ich meine, ja. Immer noch. Aber auch gut. Ein Stück weiter unten ist nämlich noch einer. Ich freue mich schon, dass es so ruckelnd ist, wenn wir uns mal an die richtig gefährlichen wagen, wo man eigentlich ein flüssiges Spiel braucht. Das wird dann richtig witzig. Und tödlich. Genügend SP. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei uns ist heute die Luft raus. Ich denke mal, die Zuhörer merken es auch. Es ist ungewöhnliche Stille, die hier herrscht. Ja, es ist ungewöhnlich. Ich bin aber gerade. Ich muss mal kurz bei WhatsApp einem was antworten. Das ist das Problem. Während der Aufnahme. Während der Aufnahme, weil der permanent am Schreiben ist. Und während du zwei Waffen führst. Ja, kannst mal sehen. Die, wo merke ich treffen. Ich bin gerade mal froh, dass ich mir vorhin noch 3000 Kugeln gekauft habe. Was ist denn jetzt passiert? Die Salia hat. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Salia hat gerade zerrissen. Ich glaube, ich habe auch so einen Zuckefinger. Oh, Mann. Bietet auf meinen Zuckefinger an. Ja, ein bisschen. Ich kenne den auch. Ich habe den auch. Der hat mir viele Zurück in die Zukunft Folgen in letzter Zeit kaputt gemacht. Ja, kommt sie denn überhaupt alleine zurück? Wenn sie. Keine Ahnung, aber. Schaut sie jetzt. Das schaut sie jetzt. Wenn nicht, ruft sie hier oder Scheiße. Und dann helfen wir ihr. Versuchen wir zumindest. Aber na toll, Loot, aber das hier ist echt weggeloot. Aber hier, wo die Erfahrung so runtergeschraubt ist, ist es hier echt so hauptsächlich die Laberrunde. Ja, ohne Witz, es macht. Ich finde richtig, es macht einem das Spiel kaputt. Ja. Es macht einem richtig konsequent das Spiel kaputt. Es ist mal nicht die Rübka, die das Spiel kaputt macht, das Let's Play. sondern. Rübka macht das Let's Play kaputt. Es sind die Entwickler selbst. Es sind Entwickler selbst, die Entwickler. Na okay, kannst du ja eigentlich auch nicht sagen. Du lootgeile Drecksau! Ah. Natürlich haben die Entwickler. Die Entwickler haben allein schon mit dem Amazu-Patch das Spiel kaputt gemacht. Ja, schon, aber diesen Schwachsinn hier, haben ja mit dem mit der Erfahrung runterschrauben, alles das. Erst haben denken, ja nicht, dann reden. Das hat ja nicht Göffity gemacht, sondern das haben wir ja hier die Spinner gemacht, die Afro hosten. Also hier die Server. Ach, verdammt scheiße. Bist du tot? Nee, ich hab das Loot gerade in dem Moment erreicht, dass es verschwunden ist. Ich hab schön von der Klippe aus geschossen, keine Echse in der Nähe, ausnahmsweise mal. Ich versuch das Loot zu erreichen, in dem Moment war es auch schon weg. Ah, weißt du, was mir gerade einfällt? Warum wir wahrscheinlich auch nicht so viel hier von denen bekommen? Ja, jetzt hab ich rausgetippt. Trottel. Glückwunsch. Wieder eine Aufnahme bei Metze kaputt. Nein, ist sie nicht. Das war vielleicht mal kurz ein schwarzer Bildschirm, aber das ging weiter. Was mir nämlich einfällt, hatte ich nämlich, als ich hier für meinen Ganzlinger nach einem Level gesucht habe. Das Problem ist ja eigentlich so schön, wenn man im Level geringer ist als der Gegner, bekommt man mehr Erfahrung. Ja? Dann lass uns zu den Geos gehen. Nein,
jetzt liegt nämlich das Problem. Wenn man nämlich auch zu viel unterhalb des Levels ist, bekommt man viel, viel weniger Erfahrung. Ja, ich, was war das? Ich glaube hier, wenn man... Was hatte ich da gesehen? Wenn man... Ab. Ach. Ja, das ist halt... Ich glaube, wenn man 6 oder 7 Level unterhalb des Gegners ist, unterhalb des Gegnerlevels, bekommt man nur noch 40% der eigentlichen Erfahrungspunkte. Wie gesagt, es sind ganz viele schwachsinnige Entscheidungen, die in diesem Spiel getroffen wurden und verändert wurden, die meiner Meinung nach dieses Spiel nicht besser, sondern im Gegenteil eigentlich nur schlechter gemacht haben. Mhm. Wie etwa dieses levelbasierte Gedönse halt alles. Das ist nämlich einfach eine saudämliche Entscheidung insofern, dass es die Spieler eigentlich dafür bestraft, dass sie ja quasi sich optimale Levelplätze suchen und finden. Und die sind ja im Grunde, werden die vom Spiel angeboten. Eine Karte, so, jetzt habe ich ein Problem, ich habe keine Pfeile mehr. Jetzt muss ich auf die Silberpfeile ausweichen, gerade notbedingt. Es ist ja so, vom Spiel her sind diese Plätze, also zum Beispiel hier diese... Bevor du weiterredest, wollen wir das in die nächste Folge verlegen? Wir haben nämlich wieder soweit. Dann müsste ich mich aber vorher auf den Weg machen, Pfeile holen noch. Gut, dann versammeln wir uns gerade mal. Cyrus, benutzt mal deine Flywings, dass sie hier ins obere Drittel zu uns stoßen. Ich werde jetzt nicht suchen, auf Glück euch so. Nicht in die Flora rennen, nicht in die Flora. Die Salia ist wieder da, ich weiß nicht. Still und heimlich hat sie. Bin ich gut oder bin ich gut? Still und heimlich ist sie wieder zu uns gekommen. Ja. Muss ich XP liegen lassen, weil der Metze das die Folge beenden will. Du wolltest auch Viertelstunde Folgen haben. Jetzt sind wir schon bei 17 Minuten. Nur weil du so viel redest. Ich hab gesagt, so mindestens 15. Es kann auch immer ein bisschen mehr sein. Wenn Rübka das Let's Play kaputt macht, oder wie? Ja. Nö, aktuell. Wir sind hier umgeben von lauter schlabbernden und rumwackelnden Echsen. Das ist ein sehr. Du musst dich nicht unbedingt als Echse bezeichnen, aber. Ich meine doch nicht mich, du Lurch. So, aber bevor wir noch weiter in Beleidigungen überschwelgen, schlage ich vor, die Salia beendet das Ganze hier mal. Ja, die Salia beendet das Ganze hier mal. Ich würde sagen, die Folge ist damit dann an ihr bitterliches Ende gelangt. wir waren mittelprächtig erfolgreich. Ich bin ein bisschen stolz, dass ich den Rückweg gefunden habe. Und was die anderen in der Zeit gemacht haben, das könnt ihr in deren Videos sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Nachdem sich zuletzt wieder beschwert wurde, dass ich ja wieder nicht meine Floskel äußere, Cheerio, the King has left the building.